Ich grüße euch, liebe Mitbürger. Hier spricht der zweite österreichische Repräsentant der Österreichischen Republik, ein Engel der sieben Gemeinden, Sir Manuel Celostiti. Wer nicht über mich gehört hat, frage den Heiligen Geist. Ich wollte in dieser kurzen Rede eigentlich nur darbringen, dass wir Menschen, für diejenigen, die es noch nicht tun, einsehen müssen, dass wir für Liebe und Frieden in Gemeinschaft mit allen Lebensformen des Universums, die es gibt. Es gibt 445 Lebensformen, das könnt ihr auch den Heiligen Geist befragen, in Einheit für Liebe und Frieden stehen. Und das unter dem dreifaltigen Gott, dem Vater, der Tochter und des Heiligen Geistes. Die Tochter Gottes heißt Nebukadnezi und ist eine wunderbare Tochter Gottes. Bald bekomme ich neue oder Parfums nebenbei erwähnt und werde unter der Plattform Geruchsfeuer neue Parfums präsentieren. Und auf das freue ich mich schon sehr. Ich hoffe, ihr auch. Na gut. In dem Aspekt, dass alle Lebewesen sich gegenseitig lieben können, haben wir das Schönste, was man haben kann. Verbundenheit für immer. Und die Tugenden des Heiligen Geistes, die sind Freude, Freundlichkeit, Demut, Sanftmütigkeit, Langmütigkeit, Treue, Geduld, Selbstbeherrschung, Vertrauen, Keuschheit, Liebe und Frieden sind das oberste Gut, das man erstreben kann vom Heiligen Geist. Und ja, ich liebe euch. Deswegen, das ist die Wahrheit, dass ich euch liebe. Deswegen habe ich euch 48,5 Mal das Leben gerettet. Fragt euch den Heiligen Geist. Und ich will keine negativen Kommentare mehr hören. Fragt euch zuerst den Heiligen Geist um Wahrheit oder Gott, dem himmlischen Vater, oder bittet euch Engel von Gott, dem himmlischen Vater, von Yahweh. Und dann erfahrt ihr die Wahrheit. Ihr könnt auch die Tochter Gottes erbitten, nur weiß ich nicht, ob sie kommen möchte, wenn sie erbeten wird. Also herbeten wird, dann können sie euch erscheinen vielleicht. Also herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Sir Manuel Celostiti, Orion 59, The Sandman. Und alles Liebe, herzlichen Dank fürs Zuhören. Gratulation zu all dem, was ihr in eurem Leben erreicht habt oder nicht erreicht habt, ist egal. Die Lebenslinie ist die, die sie ist. Man macht Fehler im Leben. In Wirklichkeit darf kein Mensch irgendeinen anderen Mensch richten, sondern nur Gott, der himmlische Vater, darf das, die Tochter Gottes und der Heilige Geist darf das. Und die heiligen Engel. Also vom Himmelreich. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Papa.